Erzähl schon, wo fahren wir hin? Ein wirklich, wirklich besonderer Ort. Euphoria erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die sich schon lange nichts mehr zu sagen haben. Jahrelang haben sich Ines und Emilie nicht mehr gesehen, bis Emilie eines Tages auf ein Treffen drängt. Die beiden finden in einem abgelegenen Schloss in der Natur wieder zusammen. Dann kommt heraus, Emilie ist todkrank. Das vermeintliche Urlaubsschloss entpuppt sich als Klinik für Sterbehilfe. Regisseurin Lisa Langset hat den Film gemacht. Sterbehilfe ist aber nicht das entscheidende Thema. Es geht um mehr. Ich wollte einen Film über den Tod machen. Es ist ein schweres Thema und sehr kompliziert. Aber eigentlich ist es ganz einfach, denn jeder wird einmal sterben. Das ist das Einzige, was alle Menschen gemeinsam haben. Im Film will ich allen klar machen, dass der Tod kein schwieriges Thema sein muss, wenn man akzeptiert, dass er Teil des Lebens ist. Kurz gesagt, ich wollte einfach einen schönen Film über ein kompliziertes Thema machen. Die beiden Hauptrollen spielen Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander und das frühere Bond-Girl Eva Green. Für die Regisseurin ein Glücksfall. Alicia, I worked with her in 3 films, so I know her for quite a while, and Eva was. Es war bereits meine dritte Zusammenarbeit mit Alicia. Ich kenne sie also schon ziemlich gut. Mit Eva hatte ich vor dem Film allerdings noch nichts zu tun, aber es war wundervoll. Die beiden sind sehr verschieden. Als Regisseurin muss man seine Schauspieler kennen, um die richtige Balance beim Arbeiten zu finden. Es waren wundervolle Dreharbeiten. Ich habe mich sehr gefreut, Eva kennenzulernen. Sie ist eine tolle Schauspielerin. To start to know Eva, which I think is a wonderful actor. Langset entwickelt im Film ein Sterbehilfe-Hospiz, in dem eine fast schon gemütliche Endzeitstimmung verbreitet wird. Es entsteht ein Kontrast zwischen der Natur und dem Verfall. Wir haben die Natur, in der alles grün ist und wächst. Im Gegensatz dazu haben wir den Tod. Die Menschen kommen in diese Umgebung, um die Natur und das Leben zu genießen. Sie wollen dort aber auch sterben. Der Mensch ist die einzige Spezies, die sich für den Tod entscheiden kann. Das ist alles interessant. You know, part of the world that really go like, I want to die. So this is something in that. That I think was really interesting. Yeah. Die Schwestern Ines und Emilia finden nach der jahrelangen gegenseitigen Ignoranz wieder zueinander. Es kommt vor, dass sich Geschwister auseinanderleben. Für Lisa Langset hat das eine Ursache und die heißt Schmerz. Manchmal musst du Türen schließen, um zu überleben. Darum ist alles immer gegangen bei dir. The sisters, they have the same childhood, but they have, which was really complicated and. Die Schwestern hatten die gleiche Kindheit, die aber sehr kompliziert und schmerzhaft war. Die beiden gehen mit ihrem Schmerz unterschiedlich um. Ich denke, dass sich alle dort hineinversetzen können, denn jeder Mensch fühlt Schmerz, aber jeder macht das auf seine Weise. Relate to, I mean, everybody feels pain. That's for everybody, but we have different ways to deal with it. Yeah. Feuerwerk! Der Tod ist das große Überthema des Films. Alles im Leben ist endlich. Aber man muss das Sterben auch akzeptieren. Das ist die Nachricht der Regisseurin. I mean, if someone is dying, I mean, that gives you a limit. Wenn man weiß, dass man stirbt, gibt es eine Grenze. Man muss sich entscheiden, wie und mit wem man seine verbleibende Zeit verbringen will. Das ist auch ein interessanter Aspekt im Film. Die Schwestern sind gezwungen, miteinander zu sprechen. Ohne die schwere Krankheit der einen wäre das nie passiert. To, you know, talk to each other in a way. Euphoria macht auf jeden Fall nachdenklich über das Leben und den Tod.